herzlich willkommen in meiner Küche. Ich mache heute Pflaumenmus, das allererste Mal. Ich habe das noch nie gemacht, wie gesagt. Bin selber gespannt, weil ich ein Rezept bekommen habe von einer Freundin. Ne? So ist es mit Freunden, da muss man dann auch mal gucken. Und die hat mir gesagt, du brauchst nicht rühren. Also Pflaumenmus im Ofen und ich muss nicht rühren. Und ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Wie gesagt, Premiere, absolute Premiere. Zuerst wasche ich die Pflaumen, entkerne und viertel sie. Dann verteile ich alles auf einem Backblech. Ich mache eine Zuckermischung aus 200 Gramm Rohrzucker und 200 Gramm normalem Zucker. Aus 3 Esslöffeln Apfelessig, einem Teelöffel Zimt und Vanillepaste kreiere ich eine Art Dressing. Den Zucker über den Pflaumen verteilen. Dann das Dressing über die gezuckerten Pflaumen geben. Ab in den Ofen mit dem Blech. 3 Stunden werden die Pflaumen nun gegart. So, ist drin. 190. Ganz wichtig, nach der Hälfte der Backzeit die Ofentür einen Spalt öffnen. Ich stecke einfach einen Holzlöffel in die Tür, damit das Mousse schön einkochen kann. 3 Stunden später. So, ich bin total aufgeregt. Mein erstes Pflaumenmus ohne Rühren im Ofen. Wir gucken jetzt mal, wie es aussieht, ob das was geworden ist hier. Oh, sieht nicht schlecht aus für mich. Riecht auch total gut. Es blubbert und wabert hier vor sich hin. Ich bin erstaunt, wie sich die Menge reduziert hat. Also ich hatte ein volles Sieb. Es waren 3 Kilo und jetzt habe ich hier gefühlt eine Pfütze in einem kleinen Topf.